Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herring Ray. Wir spielen New Super Mario Bros. Juhu weiter. Und beim letzten Mal haben wir ganz viel geschafft. Übrigens, wir sind jetzt im Titelscreen und jetzt sehen wir auch mal, was wir tatsächlich vollbracht haben und wo die Reise noch so ungefähr hingeht. Wir sehen bei unserem Spielstand eine weiße Fahne. Ich nehme jetzt einfach mal an, jede einzelne dieser Fahnen, die... Vor allem die grau unterlegten, die stehen jetzt noch für die Welten, die wir erforschen dürfen. Sehe ich das vollkommen richtig? Ja, ich glaube ja schon. Das wären 8 Fahnen, sprich 8 Level, das ist irgendwie Mario-typisch. Ich merke übrigens gerade, die Batterieleuchte von meinem Controller, die leuchtet gerade auf. Ich hoffe mal, es reicht trotzdem. Lassen wir es drauf ankommen. So, Abenteuermodus starten. Mario ist groß, das ist super. Das bedeutet nämlich hoffentlich, dass meine Items und so weiter gespeichert wurden. Und gleichzeitig wurden noch viel mehr gespeichert, nämlich die Tatsache, dass wir Welt 1 tatsächlich hinter uns gebracht haben. So, super. Ich habe jetzt schon, also heute habe ich das zweite Video hochgeladen von meinem New Super Mario Bros. Juhu Let's Play. Und mir wurde gleich mal was ganz Tolles gesagt. Hier liegt eine Eichel. Ach so. Die Items liegen auch einfach so auf dem Pfad? Das ist ja interessant. Okay, das wusste ich noch nicht. Super. Was ich eigentlich nur sagen wollte, neben der Tatsache, dass wir sowieso in die meisten Welten nochmal reingehen müssen, ich soll in Eichenhain 2 einen geheimen Ausgang verpasst haben. Den andere Leute wohl angeblich irgendwie gleich beim ersten Mal finden und so. Finde ich toll für diese anderen Leute, aber ist mir Latte. So. Keine Ahnung, nö, wir müssen sowieso in die meisten Welten nochmal rein, also was soll's. Ich find das alles schon, ich find das alles, jawohl. Ich find das zusammen mit meinem kleinen süßen Knupsi. Aber das machen wir halt irgendwann, wenn ich Bock dazu habe und jetzt gehen wir in die Sandkuchenwüste. Bum bum, macht wieder bum blum bum zum. Mir fällt nichts ein, was sich auf bum bum reimt, das ist so traurig. Und da hinten wartet anscheinend Mort Cooper Junior auf uns und zu dem gehen wir irgendwann mal hin. Naja, da sind auch noch ein paar Hammerbrüder und so weiter zu sehen. Ich glaube, und eine Eichel und so und da oben ist ein Pilzhaus und ja, das könnte knifflig werden. Aber ich wette, hier gibt es auch wieder massig Geheimausgänge und so weiter und so fort und wir werden sie alle finden. Vielleicht. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber irgendwann in jedem Fall. So, Tal der Gesichtsfelsen. Alles klar. Hallo Schnups Yoshi, genau, wir nehmen unseren Schnups Yoshi mit und dank unseres Schnups Yoshis, oh, das ist klasse, kann ich eigentlich, ja, ich kann auch mit dem Yoshi in der Hand so ein ganz klein bisschen schweben. Das ist super, weil das könnte mir vieles ersparen. Diese Steinstatuen, die stehen jetzt einfach nur so hier rum, kann das sein? Ich glaube ja schon. Halt, ich weiß gar nicht, ob ich das wollte. Verdammt. Ich glaube, das Eichhörnchen wäre besser gewesen. Ihr habt mir gesagt, dass das Item wohl angeblich wirklich Eichel oder so heißt. Oh, das wäre knapp. Zum Glück. Also, ich finde, viel mehr Leute sollten immer so einen kleinen Knups-Yoshi dabei haben. Weil der kann einem auch bei den brenzligsten Situationen helfen. Ich finde es toll, dass die Steinstatue Augen hat und mir so hinterher guckt. Wuhu. Wuhu. Ich find's weniger toll, dass die Steinstatue nicht mehr aufsteht. Aber wofür habe ich meinen Knups-Yoshi? So. Aha. Das war jetzt für Münzen. Für ganz, ganz tolle Münzen. Sehe ich das richtig? Uhuhuhu. Ja. Der Bildschirm scrollt noch ein bisschen weiter nach oben. Das verstärkt mich in der Annahme, dass irgendwelche Sachen irgendwann mal oben sein könnten oder so. Und das hier sieht doch auch irgendwie extrem schnupsig aus. Das sieht mir nämlich so aus, als könnte man hier mit einer gut gezielten Koopa-Schildkröte ziemlich viel Schaden machen und ganz eventuell hätte man hier ein Extra-Leben bekommen können, aber der Hering will das Extra-Leben gar nicht. Nee, der hat schon 20 Leben und so. Das reicht für das nächste, also beziehungsweise für das ganze Abenteuer. Das weiß ich jetzt schon. So, okay. Das war klar. Sobald die umfallen, kann man hier nichts mehr machen, oder? Ah, schön, interessant. Andere Sache, die ich jetzt gerade feststelle, man kann keinen Walljump mehr machen, wenn ich meinen Knups-Yoshi in der Hand habe. Aber, na gut, okay. Mario hat dann ja auch keine Patschhändchen mehr frei, es sei ihm verziehen. Kann ich eigentlich in Röhren reingehen, wenn ich meinen Knups-Yoshi in der Hand habe? Ich hoffe es doch sehr. So, das sieht interessant aus. Eigentlich hätte ich voll gern diese Eichel. Eigentlich hätte ich,
Eigentlich hätte ich voll gerne... Okay, Knups. Mein Knups-Schnups. Ich habe meinen Knups-Schnups verloren, aber es ist mir fast egal, aber nur fast. Ist hier unten irgendwas? Ah, interessant. Was man hier so alles machen kann. Das ist ja faszinierend. Wofür sind denn diese Münzen hier? Wahrscheinlich für gar nichts. Die sind jetzt nur, damit ich hier irgendwie verrecke, kann das sein? Ich fürchte es ja fast, aber... Na gut, den Gefallen tue ich euch nicht. Dafür bin ich nämlich viel zu schlau. Ja, nee, Ring ist total schlau. Nee. So, Checkpoint. Und... Boom. Ah, Münzen, tralalalala. Okay, und wenn ich dich einstampfe, dann gibt's noch was? Nämlich gar nichts. Ich hätte jetzt wetten können, dass da eine Sternmedaille rauskommt. Gut, dann halt nicht. Du. Ich finde diese Steinstatuen irgendwie total sympathisch. Dort oben, da kann man doch bestimmt irgendwie auf die? Da ist irgendwas. Das war knapp. Moment. Aha. Wie kann man dort drauf? Das ist eine sehr interessante Frage. Vermutlich nur mit... Ja, mit Knups-Yoshi. toll. Ich bin so ein Held. Da oben wäre eine Röhre gewesen. Und da ist die Ausgangsröhre. Und schon wieder keine Zeit. Mein Gott. Irgendjemand hat das aber auch geschrieben. Zumindest kam es ihm auch selber vor, dass irgendwie das Zeitlimit bei New Super Mario Bros. U total angepasst wäre und so. Also gewissermaßen so, dass man... Dass man sich gar nicht umgucken könnte und so weiter und so fort. Ja, das war jetzt logischerweise die dritte Sternmedaille. Das war mir jetzt auf eine gewisse Art und Weise fast klar. Ja. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Wuhu. Ach du Scheiße. Okay. Noch habe ich nicht verloren. Noch ist alles okay. Ja. Ist genug Zeit in Leveln? Ist nicht genug Zeit in Leveln? Ich kann es nicht genau beurteilen. Ich guck so selten oben rechts hin, muss ich dazu sagen. Aber, weil ich bewundere so allgemein ganz klein bisschen die Optik. Das muss man ja echt mal so sagen. Achso, nach rechts. Ach so, ich darf in das Pilzhaus auch rein. Ist jetzt eigentlich... Was bist du denn? Hä? Was? Wie? Nee. Was ist los? Sag an. Oh nein, wie schrecklich. So ein Typ hat mein Zeugs gemobst und ist einfach damit abgehauen. Mario, du musst mir helfen. Okay, alles klar. Wo ist er? Er ist ganz weit zurückgelaufen. Und ich sehe auch gerade... Was ist das für ein hässliches Ding? Das war mein absolutes Super-Mega-Lieblingszeugs. TM. Und vielleicht werde ich es nie mehr wiedersehen. Buhu. Ich verstehe nicht, warum du noch hier rumstehst. Du hast in Richtung Eichen eingeflohen. Also geh endlich dahin, du. Oh, fast hätte ich vergessen. Wenn du es mal echt eilig hast, spring einfach in einen dieser Röhren. Ich wollte nämlich gerade sagen, diese Röhre da, die kam ja erstaunlich neu vor. Aber stattdessen ist es einfach nur eine Warp-Röhre. Gut. Hätte ich jetzt trotzdem... Ah, und dann kann man auch direkt die Welt anwählen. Interessant. Hätte ich jetzt trotzdem da rechts in das Pilzhaus gehen können? Auch obwohl der... Weil die Welt sieht ganz normal rot aus. Also normalerweise, man hätte doch reingehen können, oder nicht? Gut, egal. Dann schnappen wir uns jetzt den komischen... Schnups-Mups. Den... Na, was bist du? Fang Mopsi. Okay, ich fang Mopsi. 3, 2, 1 und... Los geht's! So, Mopsi. Du hast keine Chance gegen mich! Ich krieg dich! Bist du eigentlich feuerresistent oder so? Mopsi geschnappt! Dö. Das war einfach. Mein Zeugs! Tausend Dank! Hier, nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich bin mir sicher, dass es dir helfen wird, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Bup. Ein P-Pilz? Herzlichen Glückwunsch! Du hast Mopsi in einer Zeit von unter 20 Sekunden geschnappt. Möchtest du deine Gedanken zu diesem Level im Miiverse posten? Okay, bisher hatte mir noch keiner was dazu geschrieben, wie es in... Aber ich glaube, ich mache es auch nur in Video 3 und 4, ne? Wo ich euch kurzzeitig mit einem schwarzen Bildschirm quasi gesehen allein lasse. Das machen wir jetzt in Zukunft mal nicht, beziehungsweise machen wir jetzt so lange nicht, bis ich was Gegenteiliges von euch höre oder so. Ich werde jetzt für mich etwas im Miiverse posten, aber für euch schneide ich es jetzt an der Stelle heraus. Also wir sehen uns... Ich drücke jetzt einfach mal drauf. Dann dürfte bei euch... Ja gut, der Bildschirm kommen, egal. Wie gesagt, ich schreibe da jetzt was rein.
Für mein eigenes Spielgefühl, wie gesagt, weil ich entdecke das Spiel ja für mich hier auch neu. Das ist ein Blind Run. Ich spiele das Spiel hier zum ersten Mal. Und ich will das Spiel auch so spielen, wie jeder andere es im Endeffekt auch spielt. Und deswegen schreibe ich da jetzt was im Miiverse und hab meinen Spaß. Und ihr seid dann gleich wieder mit dem bewegten Bild wieder da. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir bekommen das Item. Wir haben Mopsy mal total mopsig gemopst oder irgendwie so in der Art. Tom schreibt absolut gar nichts zu dem Level, ist vielleicht auch besser so. Nein. Und ja, ich war gerade so ein ganz klein bisschen Gedanken verloren, muss ich ganz ehrlich so zugeben. Wer schreibt da was? Level without any damage. PGS Molder, der war total erfolgreich hier unterwegs. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Freundesliste, ne? Ich habe mittlerweile in den letzten 2 Tagen so viele Leute geaddet. Nur mehr oder weniger viele Leute. Komm, jetzt gib nicht an wie eine Tüte Mückehering. Also, es sind knapp 10, was weiß ich. Oder 12 oder so. Oder? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß nicht genau. Ich will jetzt nicht nachgucken, ist egal. Wir wollen stattdessen hier das Let's Play sehen zu New Super Mario Bros. Juhu! Das Spiel kennen wir jetzt mittlerweile. Und mittlerweile weiß ich auch, wie es funktioniert. Moment, jetzt muss ich nur noch so ein ganz klein bisschen das im Auge behalten, wo die einzelnen kleinen Gegenstände sind. Das ist natürlich absolut kein Problem für mich, denn ich weiß genau, dass hier der Stern ist und hier der Pilz. Genau. Und den dummen kleinen Bowser-Kopf nehme ich nicht mit. Lalalala. Nee, was ich davor sagen wollte, Ich merke es gerade, oder ich habe es gerade selber gemerkt, als ich diesen Kommentar für das Miiverse geschrieben habe. Dadurch, dass man nur 90 bzw. 100 Zeichen zur Verfügung hat, ist man so ein ganz klein bisschen geneigt. Wo gehen wir jetzt hin? Sandkuchenwüste 2, Party in der Pokéhöhle? Oder Sandkuchenwüste 3, Loch der Loderschlangen? Egal, wir machen sowieso beides. Also gehen wir erstmal zu den Pokies. Man ist so ein ganz klein bisschen dazu geneigt, relativ gerne, wow, hi. Relativ gerne Schwachsinnskommentare zu schreiben, hätte ich jetzt fast gesagt. Also mehr so, ja, Kommentare, die relativ wenig aussagen. Vielleicht lag das jetzt aber auch, oder liegt das jetzt tatsächlich nur an mir, weil ich so ein verdammt einfallsloser Mensch bin oder so. Ich weiß ja nicht genau. Hätte man draußen irgendwas machen können, wenn man durch den Treibsand gefallen wäre? Nee, oder? Oder doch? Diese Röhre jetzt am Anfang, das hat mich so ein ganz klein bisschen irritiert gewissermaßen. Aber vielleicht machen wir zu viele Gedanken. Das mit den Pokies ist witzig, dass man, dass die Pokies durch den Treibsand gewissermaßen immer wieder nach oben getrieben werden, ist auf eine gewisse andere Art und Weise auch witzig. Und dass ich jetzt diese Cooper-Schildkröte habe, ist irgendwie noch witziger. Dup, 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 dup. Altbekanntes Spiel jedenfalls bei den Pokies. Sie verwandeln sich nach einer gewissen Zeit auch wieder. Was macht denn der Poki da oben? Klebt er an der Decke oder was? Was bist du denn? Ein sehr seltsamer Zeitgenosse bist du. Also sowas habe ich glaube ich noch nie gesehen. Ein Poki, der an der Decke schwebt. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ich habe es vergessen. Da rechts habe ich die Sternmedaille gesehen. Haha, vom Thema ablenken. Na, 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 na. Wirklich vergessen. Es ist schon wieder so schlimm. Ja, aber ich hatte auch einen langen Tag. Ja, muss ich mal so sagen. Also, nicht, dass mir schon wieder jemand ans Bein pinkelt oder so. Wobei ihr in letzter Zeit echt handzahm seid. Das muss ich echt mal so sagen. Ich habe in den letzten Tagen wirklich extrem viele Videos hochgeladen. Auch extrem viele... Das sieht interessant aus. Oh, das sieht in der Tat sehr interessant aus. Auf die andere Seite kann man nicht... Nicht wirklich, okay. Aber Moment, das wollen wir näher erforschen. Ich habe in den letzten Tagen wirklich extrem viele Videos hochgeladen und so. Und ich hätte es verstanden, wenn da auch sehr viel Kritik dabei gewesen wäre oder sowas in der Richtung. Aber tatsächlich wart ihr... Nö, ihr wart total pflegeleicht. Also absolut fast nur wohlwollende Kommentare, fast nur irgendwie Begeisterung bezüglich der Wii U und dergleichen. Und das hat mich echt extrem gefreut. Und, ja, mal gucken, wie lange das so bleiben wird. Und bis dann die ersten, nicht so netten Kommentare vielleicht irgendwann kommen, aber na gut, okay. Das ist ja insbesondere immer so eine Sache bei,
Real-Life-Videos, hätte ich es jetzt fast genannt. Also, wo ich eben selber vor die Kamera trete. Ich weiß, das klingt, oder mag vielleicht ein bisschen albern klingen oder so, aber ich bin jetzt ja auch nicht so der Mensch. Wow. Eigentlich, ich will dort oben hin. Ich würde voll gerne dort oben hin. Das sieht mir nämlich so aus, als könnte man dort hin. Das könnte, sieht total so aus, als könnte man dahin. Ich weiß genau, dass man dahin kann, deswegen will ich dahin. Los, komm. Komm, kleine Fledermaus, komm, kleine Fledermaus, komm, kleine Fledermaus. Ich glaube, du fliegst nicht hoch genug. Verdammt. Wo sind denn noch... Man muss doch irgendwie auch normal dahin kommen können, oder? Oder nicht? Oder doch? Na komm, komm schon, komm schon, komm schon. Dann komm halt nicht. Ja. Bei solchen Videos vor der Kamera, auf eine gewisse Art und Weise, klar, habe ich auch selber sowas ähnliches wie Lampenfieber tatsächlich, wenn ich mich sowas stelle. Und das ist ja immer so eine Sache, wenn man von sich selber dann eben so ein Video im Internet hochlädt und so weiter und so fort. Das kann ja auch böse schief gehen. Aber nö, wie gesagt, ich habe augenscheinlich eine echt tolle Community, hätte ich jetzt schon fast wieder gesagt. Und das finde ich echt nett. Und da links wäre ihre Sternmedaille gewesen, wenn sie irgendwie einen anderen Weg genommen hätten oder so. Aber irgendwie ist diese Höhle komisch. Irgendwie rennt mir auch schon wieder die Zeit davon. Und irgendwie würde ich ganz gerne hier noch so lebend durchkommen. Bitte lass mich lebend durchkommen. Dankeschön. Zumindest bin ich nicht gestorben. Aber schon wieder ein Level, den ich nicht beim ersten Mal zu 100% beendet habe. Na gut, egal.